Es soll mal wieder ein etwas besondere Zigarre geben. Und vom Gurkha haben wir ja einiges Besonderes. Und da haben wir heute mal die Cellar Reserve 18 ausgegraben. Mit der bronzenen Anila in der Mahagoni-Kiste drin. Es ist eine Zigarre, die anfänglich rauskam mit lediglich 100 Kisten pro Format. Es gab nur drei Formate, vier Formate: Koi, Solera, Hedonism und Kraken. Das waren die Formate, so hatten sie genannt. Und wenn man die Zigarre genau anguckt, dann sieht man auf der Anila auch so eine kleine Zahl. Da steht eine 98%. Und diese 98%, das sagt man. Das hat Kaiser Hans Sozia damals, oder hat Kaiser Hans Sozia selbst gesagt, er ist ja nicht mehr der Chef von Gurkha. Er hat gesagt, er hat die Idee an sein Blending-Team gegeben. Sein Blending-Team hat die Zigarre blenden lassen, geblendet. Und mit den Zigarren, mit denen sie zurückgekommen sind, die waren 98% genauso, wie er sich die vorgestellt hat, wie er die Vorgaben gegeben hat. Also das ist schon wirklich beachtliche Leistung, wobei das bei den Cellar-Reservern eigentlich bei allen ganz gut geklappt hat und da haben sie es dann auch eben drauf geschrieben. Das heißt, auch in den anderen Cellar-Reserver-Serien, bei der 12er, der 15-jährigen, der 15-jährigen Maduro und 21-jährigen, steht das mit drauf. Dann haben wir hier oben, wie so ein Pigtail ähnlich, ne? Aber ein bisschen gezöpfelt, gedreht und das ist so das typische Format. Es gibt allerdings auch ganz normale Cellar Reserve Zigarren, die in ein ganz normales Format eben auch haben. Kaltzug ist schon mal gut, da kann man mal machen. Vom Tabak her. Das Deckblatt ist ein 18 Jahre altes Corojo-Blatt aus der Dominikanischen Republik. Also man hat dieses Blatt geerntet, getrocknet, fermentiert und dann 18 Jahre in Ruhe reifen lassen. Das Deckblatt. Und vom Deckblatt geht in dem Moment bei der Zigarre jetzt das meiste Aroma aus und der meiste Geschmack. Und man hat da eben ein sehr, sehr schönes, gereiftes, wunderbar mildes Deckblatt. Umblatteinlage. Da haben Sie aber nach meinen Vorstellungen jetzt nicht so die perfekte Angaben gemacht. Da sprechen Sie nämlich nur vom dominikanischen Tabak. Und da Gurkha ja durchaus mit der einen oder anderen Fabrik arbeitet, mit vielen Fabriken, ist es da dann immer nicht ganz so einfach, an diese Informationen ranzukommen, die das bei anderen ist. Aber sie widerspricht auf jeden Fall vom Blend her eine weiche Zigarre zu sein. Und sie ist auch weich, sie ist auch leicht, sie ist mild. Und bei Gurkha selbst sagt man über mittelkräftig. Ich würde aber sagen, also bei mittelkräftig sind wir bei der Zigarre auf gar keinen Fall. Da ist sehr, sehr hochgegriffen von der Beschreibung her. Bei ja, 0 bis 5 Punkte, 5 Punkte nehmen wir mal das Maximale. Ne? Hätten wir hier eine 2,0. Ja, mehr nicht. Also eine Zigarre durchaus weich, mild. Die man problemlos retronasal rauchen kann, ohne dass da was zwickt, ohne dass da was beißt. Und das macht natürlich auch richtig Spaß. Ne? Gerade mal so, wenn man ein bisschen jetzt draußen sitzen will, und das werde ich gleich machen mit der Zigarre, werde mich ein bisschen raussetzen und werde die Zigarre in aller Ruhe in der Sonne genießen. Was gibt Schöneres? Ich wünsche euch was. Macht's gut.